auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Ja, Herr Schmidt, am Ende des Tages richtig bitter. Wie bewerten Sie denn das Spiel? Wie ist es denn Ihrer Meinung nach am Ende fair gelaufen? Das Ergebnis? Ja. Na gut, wenn wir drei Tore kriegen gegen uns, dann ist in der Summe fair, nicht fair, das ist ganz, ganz schwer natürlich zu sagen, aber wir haben viel zu viel Fehler gemacht und auch dementsprechend zu viel zugelassen. Ja. Kam es denn jetzt auf das eine Spiel an? Sie haben gesagt, in der Vorrunde verloren. Ja, in der Vorrunde schon abgestiegen? Ja, nein, nicht in der Vorrunde abgestiegen. Wir sind ja natürlich in der Rückrunde auch zurückgekommen und haben ja noch den Relegationsplatz dann auch gesichert. Ja, und habe uns eigentlich sogar noch belohnt mit dem Relegationsspiel dann auch heute. Natürlich, dass es dann so ausgeht, ist immer unglücklich. Gerade als Landesligist steht man da noch mehr unter Druck. Ja, ich habe mir es natürlich auch anders vorgestellt. Insbesondere, wenn wir nach dem 0:2 noch auf den Ausgleich auch geschossen haben. Und es sah ja wirklich alles danach aus, als würde wir dann das Spiel gewinnen. Weil die Malscher aus meiner Sicht natürlich total platt waren. Und wir dann ein ganz, ganz unglückliches Gegentor, ein abgefälschtes Gegentor, das eigentlich auch nicht passieren kann. Das sollte bekommen haben. Ja. Kann man den Jungs dann aber am Ende keinen Vorwurf machen? Nein, denen mache ich keinen Vorwurf. Die tun mir dann natürlich sehr, sehr leid, weil sie haben auch alles gegeben, auch in der Rückrunde, um noch vielleicht nicht abzusteigen. Und auch jetzt wieder sind wir nochmal zurückgekommen. Und insofern war es schon bitter, auch insbesondere für die Jungs. Ich bin schon ein bisschen länger im Geschäft, deswegen kann ich vielleicht damit schon ganz gut umgehen. Nichtsdestotrotz bin ich auch enttäuscht, aber für die Jungs tut es mir insbesondere leid. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf select-gmbh.de.